pfannengerührte japanische Nudeln mit seiner Pilzmischung in einer süßen Soße eignet sich dieses schnell zuzubereitende Gericht hervorragend zum Mittagessen. Nährwertangaben: Kalorien 379, Zucker 8 Gramm, Eiweiß 12 g Fett, 13 Gramm Kohlehydrate, 53 g gesättigte Fettsäuren, 3 Gramm, 0044 Klammer zu, 15 Minuten 15 Minuten rote Zwiebeln und Knoblauch in den Wok geben und 2 bis 3 Minuten unterrühren anschwitzen, bis sie weich sind. Pilze in den Wok geben und ca. 5 Minuten unterrühren anbraten, bis sie weich sind. Japanische Eiernudeln gut abgießen und beiseite stellen. Pak Choi-Nudeln süßen Sherry und Sojasauce in den Wok geben. Alle Zutaten gut vermischen und unterrühren 2 bis 3 Minuten kochen lassen, bis die Flüssigkeit zu kochen beginnt. -7 Nudeln in eine vorgewärmte Servierschüssel geben und die in Scheiben geschnittenen Frühlingszwiebeln und die gerösteten Sesamsamen darüber streuen. Sofort servieren. 4 Mayonnaise Zutaten 225 Gramm japanische Eiernudeln 2 Esslöffel Sonnenblumenöl 1 in Scheiben geschnittene rote Zwiebel 1 zerdrückte Knoblauchzehe 500 Gramm gemischte Pilze zum Beispiel Schildhack Austernpilze braune Champignons 350 Gramm Pak Choi 2 Esslöffel süßer Sherry 6 Esslöffel Sojasauce 4 in Scheiben geschnittene Frühlingszwiebeln 1 Esslöffel geröstete Sesamsamen Eiernudeln in eine große Schüssel geben, mit ausreichend kochendem Wasser bedecken und 10 Minuten einweichen. Sonnenblumen.